del barrio, le da Pedro lo de Mario y abuelo lo del panadero. Se sienta a tejer con maña su próxima fechoría, como hace cualquier araña pa' lo que caiga en el día. De la permuta a los carros, de la joya a la charada, de un panteón a una morada y de una banca a los tarros. De un panteón a una morada y de una banca a los tarros. A uno le ofrece una cosa, al otro le ofrece otra, al final salir ganando con lo que le va tumbando. Al final salir ganando. Nie sah ich ein schöneres Land, noch freundlichere Menschen, schrieb Christoph Kolumbus in sein Bordbuch, als er 1492 auf Kuba landete. Die Perle der Karibik, wie Kuba auch genannt wird, ist ein Land voller Gegensätze und landschaftlicher Schönheiten. Es ist aber auch ein Land der Diktaturen und Revolutionen, die es bis heute geprägt haben. Glanz und Verfall liegen hier dicht beieinander. Vor wenigen Jahren erst hat sich Kuba wieder geöffnet und präsentiert nun seinen Besuchern die Produkte, die es überall berühmt gemacht haben. Zigarren, Rum und die emotionsgeladene Musik des Salsa. Unsere Rundreise führt uns durch den westlichen Teil der Insel. Das erste Ziel ist Pinar del Río, das Zentrum des Tabakanbaues. Bereits am Beginn der Fahrt wird uns klar, dass wir hier nicht die europäischen Maßstäbe einer Autobahn anlegen können. Die sechsspurige Verkehrsader wird auch von Eselsgespannen, Radfahrern und Fußgängern benutzt. Unter den Brücken, im Schutz vor der Sonne und den mehrmals täglichen Tropengewittern warten viele Personen auf eine Mitfahrgelegenheit. Im Valle de Viñales, 30 Kilometer nördlich von Pinar del Río, zeigt sich Kuba von seiner landschaftlich schönsten Seite. Die Terrasse des Hotel Jasmines erlaubt einen eindrucksvollen Ausblick auf das fruchtbare Tal, in dem der beste Tabak der Welt angebaut wird. Die Reise mit einem Mietwagen abseits einer großen Gruppe bietet auch die Gelegenheit, Kontakt zu den Einheimischen aufzunehmen. Bei einer Bauernfamilie machen die mitgebrachten ausgedehnten Werbegeschenke der Austria-Versicherung großen Eindruck. Dafür gibt es Kaffee vom eigenen Strauch, der, obwohl mit einem Socken als Filter zubereitet, köstlich schmeckt. De pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Bevor wir nach Pinar del Río kommen, besuchen wir noch den Tabakbauer El Niño. Die getrockneten Tabakblätter sind längst an die Fabriken abgeliefert. So ist Zeit für ein Tänzchen zur Musik aus dem riesigen Leierkasten. Thank you.
Pina del Rio, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, liegt im äußersten Westen Kubas. Die vielen niedrigen, mit Säulen geschmückten Häuser zeugen vom früheren Reichtum selbstständiger Tabakpflanzer. Die Zigarrenfabrik von Francisco Donatier liegt im Zentrum der Stadt. In dem Gebäude, in dem früher ein Krankenhaus untergebracht war, hat man die Möglichkeit, bei den verschiedenen Arbeitsgängen der Zigarrenherstellung zuzusehen. Zuerst wird eine sorgfältige Auswahl und eine genau abgestimmte Mischung an getrockneten Blättern zusammengestellt. Dieser Wickel wird in das Umblatt eingerollt und danach in einer Holzpresse ca. 20 Minuten gepresst, um die notwendige Konsistenz zu erreichen. Anschließend wickelt man die gepresste Zigarre sorgfältig in das Deckblatt ein. Ein Sortierer ordnet die Zigarren entsprechend dem Farbton von hell bis dunkel, bevor sie in Kisten geschlichtet werden. Im letzten Arbeitsgang werden die Zigarren noch einmal aus der Kiste genommen, um sie mit dem Markenetikett zu versehen, bevor sie endgültig verpackt sind. Diese kurzen, heftigen Gewitter im Inneren des Landes gehen mehrmals täglich nieder und sind typisch für die Jahreszeit. Unser nächstes Ziel, die Hauptstadt Havanna, mit ihrem morbiden Charme, ist das pulsierende Zentrum Kubas und eines der Highlights unserer Reise. Hier am Platz vor dem Kapitol hat man das Gefühl, im größten offenen Museum der Welt zu sein. Ein bunter Mix aus Gebäuden der Kolonialzeit und alten amerikanischen Straßenkreuzern vermittelt diesen Eindruck. Die Oldtimer schnaufen und fauchen als Taxis durch Kuba. Angeblich soll es hier noch mehr dieser Fahrzeuge geben als im Herkunftsland USA. Das Capitolio Nacional, Wahrzeichen der Stadt, ist dem Kapitol in Washington nachgebaut, wurde 1929 eingeweiht und beherbergt heute Teile der Universität. Estoy enamorada,
Die Altstadt Havannas trägt den Namen La Habana Vieja und wurde 1982 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die damit verbundenen finanziellen Unterstützungen helfen, den Verfall der Prachtbauten zu stoppen. Ein gelungenes Beispiel der Altstadtsanierung ist die Plaza de San Francisco in der Nähe des Hafens. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirada. Anziehungspunkt für Leseratten ist die Plaza de Armas. Buchstände mit lateinamerikanischer Literatur und Büchern von Castro und Che Guevara säumen den Platz. Y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirada y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar, que más que amor frenesí. Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt mit einem Oldsmobile Cabrio Baujahr 1953. Die Gangschaltung ist umgebaut und stammt von einem polnischen Lada. Denn Ersatzteile aus den USA gibt es seit 40 Jahren nicht mehr. Kilometer östlich von Havanna befinden sich die Playas del Este. Diese Hausstrände der Habaneros sind an den Wochenenden und in der Ferienzeit ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner der Hauptstadt. Auf den Spuren des berühmten Schriftstellers Ernest Hemingway wandelt man im benachbarten Dorf Cojimar. Hemingway war ein großer Freund Kubas, lebte 22 Jahre auf der Insel und hatte in Cojimar seine Yacht Pilar liegen. Hier holte er sich auch den Stoff zu einem seiner bekanntesten Romane, Der alte Mann und das Meer, für den er 1954 den Literaturnobelpreis erhielt. Ein von den Fischern zu seinen Ehren errichtetes Denkmal zeugt noch heute von seiner Verbundenheit mit diesem Menschenschlag. In seinem Lieblingslokal La Terrassa haben wir das Vergnügen, an seinem bevorzugten Tisch zu speisen. Am südöstlichen Stadtrand von Havanna liegt die Finca La Viga, das Landhaus von Hemingway, das er fast 20 Jahre bewohnte. Man darf dieses Museum, das schon fast eine Art kubanisches Heiligtum ist, nicht betreten, sondern hat nur die Möglichkeit, auf einem Rundgang um das Haus einen Blick durch die Fenster zu werfen. Der sogenannte Elfenbeinturm wurde nachträglich gebaut
und hat ein Arbeitszimmer mit herrlichem Ausblick auf Havanna. Eine Fotoausstellung dokumentiert das Leben Hemingways auf Kuba. Im Garten steht die Yacht Pilar, auf der er zahllose Stunden auf seinen ausgedehnten Angeltouren verbrachte. Daneben sind auch seine 4 Hunde begraben. Zeitweise waren auch bis zu 50 Katzen auf der Finca. Zurück in Havanna Vieja begegnen wir noch zwei bedeutenden Orten im bewegten Leben des Schriftstellers auf Kuba. Das Hotel Ambos Mundos war die erste Station Hemingways auf der Insel, bevor er auf die Finca übersiedelte. Hier bewohnte er in den 30er Jahren immer wieder das Zimmer 511, das heute als kleines Museum eingerichtet ist. Unsere letzte Hemingway-Pilgerstätte ist die Bar Bodeguita del Medio, in der angeblich die besten Mojitos gemixt werden. Der Mojito, ein Cocktail aus Mineralwasser, Limettensaft, weißem Rum und frischer Minze, war eines der Lieblingsgetränke des Schriftstellers, das er hier häufig nachmittags, meist im Übermaß, genoss. Am Abend trifft sich die Jugend am Malecón, der Uferstraße Havannas. Der Malecón gilt als heimliches Herz der Stadt. Hier kann man angeln, flanieren oder einfach die einzigartige Stimmung beim Sonnenuntergang genießen.
Plaza de la Revolución ist das politische Zentrum Kubas. Im Mittelpunkt steht das Denkmal zu Ehren José Martís, des Vaters der Revolution. Um den Platz gruppieren sich die Gebäude der Castro-Regierung. Bekannt ist das Innenministerium mit dem übergroßen Porträt von Castros Revolutionsgefährten Che Guevara. Bei Massenveranstaltungen wie die Feier zum 1. Mai oder bei Reden von Castro finden hier bis zu 1,5 Millionen Menschen Platz. Wir verlassen Havanna und fahren noch einmal den Malecón entlang. Vorbei an den Prachtbauten der Kolonialzeit, die gezeichnet von Wind und Wetter auf eine Renovierung warten. Es wird noch einige Jahre dauern, bis die gesamte Häuserfront in neuem Glanz erstrahlt. Wieder einmal bekommen wir die Kapriolen des Wetters zu spüren und erreichen Santa Clara, den östlichsten Punkt unserer Reise. Der unbestrittene Held der Stadt ist Che Guevara. Die entscheidende Schlacht, die der Revolution zum Sieg verhalf, wurde hier von ihm geschlagen. So sind auch die beiden Hauptsehenswürdigkeiten Santa Claras eng mit seiner Person und diesem Sieg verbunden. Am Stadtrand steht ein überdimensionales Monument, auf einem Platz, der ebenfalls den Namen Plaza de la Revolución trägt. Der sogenannte Tren Blindado war ein mit Sprengstoff und Waffen beladener Zug, den Che entgleisen ließ. Damit stoppte er den Nachschub für die Gegner und trug so maßgeblich zum Sieg der Revolutionäre bei. Über die Berge der Serra de Escambray geht es hinunter an die Südküste nach Trinidad. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Trinidad, eine der ältesten Städte Kubas, hat neben Havanna die größte Ansammlung kolonialer Bauwerke. Deshalb wurde auch sie im Jahre 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Wieder einmal haben wir die Gelegenheit, die Kinder mit kleinen mitgebrachten Geschenken zu erfreuen. Eine Besonderheit der Stadt sind die an den Kreuzungen eingemauerten Kanonenrohre. Sie sollten früher Fußgänger und Gebäude vor den schweren, hochrädrigen Kutschen der Zuckerbarone schützen. Das Umland von Trinidad ist das Zentrum des Zuckeranbaus. Hier im Valle de los Ingenios waren im 19. Jahrhundert an die 50 Zuckermühlen angesiedelt. Mitten im Tal liegt das Dorf Isnaga mit seinem gleichnamigen Turm, der seinerzeit auf der größten Zuckerplantage Kubas zur Beobachtung der Sklaven auf den Feldern diente. Obwohl das Zuckerrohr erst in einigen Monaten erntereif ist, schmeckt man bereits jetzt den reinen Zuckergehalt im saftigen Mark. Das ist süß, Mami. Unsere letzte Etappe führt uns zunächst an die berühmte Schweinebucht. Hier haben 1961 Exilkubaner mit Unterstützung des CIA einen Landungsversuch unternommen. Ziel der Invasion war es, Castro zu stürzen. Das Unternehmen scheiterte kläglich. In der Folge verhängten die USA die bis heute andauernde totale Wirtschaftsblockade. Im Museum in Playa Girón wird heute anhand von Fotos, Zeitungsartikeln und Waffen der Ablauf der Militäraktion dokumentiert. Geprägt von unzähligen Eindrücken spulen wir die letzten Kilometer unserer Rundreise herunter und freuen uns bereits auf eine Badewoche in Varadero, wo wir ein anderes, neues Kuba kennenlernen. Luxuswelt mit 17.000 Betten in 40 Hotels, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Touristen aus Europa, lässt den Kommunismus rasch vergessen.
porque mi tierra vida le da. Salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Yo nunca podré morirme, pues mi alma y corazón los dejé en Cuba. Por eso te recuerdo, y nunca podré olvidarme, cuando salí por los mares. Vor der Revolution war Varadero ein Domizil für Superreiche aus den USA, die das Klima und die Traumstrände zu schätzen wussten. Einige der vom Staat beschlagnahmten Besitztümer werden heute vom Tourismus genutzt, wie die ehemalige Villa des Chemiefabrikanten Dupont. Hier gibt es das beste Restaurant von Varadero und die Bar Mirador, auf deren Terrasse man den eindrucksvollsten Sonnenuntergang genießen kann. Am letzten Abend lassen wir noch einmal die vergangenen zwei Wochen gedanklich an uns vorüberziehen. Ein Urlaub voller Gegensätze, mit gemischten Erwartungen geplant, wurde zu einem tollen Erlebnis.